So, weiter geht's heute mit mir und Katze und damit herzlich willkommen zum Bus-Simulator 21. Wir sind wieder am Start. So, wir fahren nämlich heute den letzten Teil der Route 9, der ja etwas länger geht. Und wir werden in der nächsten Folge, also nächsten Folge wahrscheinlich den ganz, ganz großen Teil nochmal fahren, damit wir da wieder Geld generieren. Und wir brauchen jetzt noch 8 Zahltage, um uns die Busse leisten zu können. Dann hätten wir, sagen wir mal, komplett über unsere 1,4 Millionen für alle Busse. 1,5 sowas. Aber wir kriegen doch schon irgendwie mal hin. Na gut, auf geht's. Zum letzten Teil heute der Route. Wir fahren vom ZW gerade los und fahren jetzt zurück zur Siegestraße. Da, wo wir gerade hergekommen sind, oder wo wir in der letzten Folge hergekommen sind. So. Na dann, geht's zurück nach Siegwalden. Nee, zur Dings. Ach, wie heißt der hier? Steinegger. So, stellen wir uns hier auch weiter die College. Damit war. Wie haben wir denn überhaupt mittlerweile auf dem Rund? 380.000, das heißt, wir könnten mal einen Bus kaufen. Wir kriegen ja mittlerweile etwas über 150.000 pro Zahltag. Das heißt, wir brauchen 2 Zahltage, um einen Bus kaufen zu können. Das war auch schon mal deutlich weniger. Wir waren mal bei 16.000, 18.000, die wir gerade so gekriegt haben. Und dann habe ich halt auch Tipps bekommen aus der Community. Danke dafür auf jeden Fall, dass ich. Ich liebe es. Meine Fresse. Mitten auf der Straße müssen wir alle Wände. Ich muss Mucke anmachen. Ganz laut. Lass mich in Ruhe. Busfahrer ist genervt. Das ist früh am Morgen. Sollte man einem Busfahrer nicht auf den Sack gehen. So. Jetzt bin ich raus aus dem Konzept. Ich bin jetzt wirklich gerade raus. Die Olle habe ich gerade ein bisschen ausgefasst gebracht. Also wie gesagt, wir kriegen ja 150.000 mittlerweile pro Zahltag. Wir können eine Zahltagesstelle ausbauen. Nochmal, wie gesagt, liebe Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, eine Zahltagesstelle auszubauen, baut sie bitte aus. Ihr braucht sie vielleicht irgendwann nochmal. Wenn es dann wieder so tolle Mission gibt, baut alle Haltestellen auf Stufe 5 aus, Junge. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Und das ist dann manchmal ein bisschen... Gut, ich hätte wahrscheinlich das ganze Ding in der letzten Stadtteil, hätte ich das abkürzen können. Hätte ich das gewusst, vorher mit dem Ping-Pong-Modus zu gehen. Aber nun ja, ist jetzt einfach so. Die Radovanovic-Brücke. Wieder ein Zahltag, wa? Ich nicht im Kopf, oder? Aber wir haben wieder eine Möglichkeit, eine Haltestelle auszubauen. Nehmen wir die Radovanovic-Brücke natürlich mit. Hallo. Moin, Sam. So, was willst du schon denn? Ich kann tatsächlich nicht mal auf den Zwager switchen. So, warte mal kurz. Da ist irgendwo jemand eingepennt, ne? Wer gesagt. Da bist du. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto. Jawohl, ein Fahrgast ohne gültigen Fahrschein. Und noch einer hinterher. So, ich gehe jetzt mal wieder die linke Seite ab. Moin, der Busfahrer möchte gerne mal auf Fahrzeugscheine sehen. Hier ist es. Ah, hier.
bitte. Ja, stimmt, auf der anderen Seite noch. Mindestens einer. Ah, da ist er doch schon. Direkt vorne in der ersten Reihe. Hi. Oh, hey. Ich bin gerade im Bus. Ja. Komm, einer gibt's noch. Einer geht noch. Einer geht noch, ne, einer geht nicht mehr. Zwei, drei insgesamt sind es gewesen, aber ist okay. Es gibt wieder mehr Einnahmen, wenn es auch nicht viel ist, aber es lohnt sich schon wieder einen Unfall zu bauen. So, haben wir schon wieder. Die Flusspromenade, machen wir doch gleich. Ein bisschen wegfahren von dem Schild, nicht, dass wir da wo das Schild knallen. Das würde aber schon wieder Geld kosten. Gerade bei den Geschwindigkeiten. So, die Flussmonade ist da vorne. Wir fahren sie heute wieder so komplett zu Ende, die Strecke hier. Und dann werden wir uns das ganze andere große Ding nehmen und die auch auf 5 aufbauen. Dann hätten wir fast alles auf 5. Zumindest was die Routen betrifft. Alte Stelle kann wieder ausgebaut werden. Warte mal. Oh, 5 sogar schon. Fast ein Zahltag. So ein schöner Tag. Und dann brauchen wir noch 7. So. Ja, kannst du. Willst du. Du kannst auf den Weg gehen. Das ist warm. Nur hin, bitte. Jetzt. Ist jetzt alles richtig? Ja. Man merkt, dass ich jetzt auch ein bisschen wacher bin. Jetzt habe ich ein bisschen was von meinem Tee getrunken. Jetzt trinke ich nebenbei Schwarztee. Also falls es hier irgendwie mal wieder Klick macht irgendwo, dann ist es dann mein Thermos besser. Hört sich dann so an. Dann wisst ihr, aha, der Busfahrer trinkt wieder Fahrrad Schwarztee. Kaffee, Kaffee, früher morgen, sonst werde ich nicht wach. Sonst kann ich euch nicht nerven beim dummen Gequatsche. Jetzt darf ich mal wieder. Bei der roten Ampel. Ich bin auf einem Hof aufgewachsen. Ich liebe das Stadtleben momentan. Aber irgendwann will ich zurück. Klar, wenn man damit einmal aufgewachsen ist, dann will man natürlich irgendwann wieder zurück, klar. Ja, was ich euch eigentlich erzählen wollte, es gibt eine traurige Nachricht. Nein, nicht von mir, sondern von eines meiner Herzensprojekte, die ich definitiv irgendwann mal machen will. Und zwar von dem Harry Potter Hogwarts Legacy. Das Spiel sollte eigentlich offiziell am 10.02.2023 rauskommen. Ich habe mir tatsächlich die Deluxe Edition gekauft von diesem Spiel. Moment, ich mach's gerade kurz fertig. Hier. Gucken wir mal gerade, ob wir noch ein bisschen mehr haben. Wir sind jetzt bei 5 Sternen. Tatsächlich komplett. Wir haben die Route einmal komplett durchgemacht. Jetzt kriegen wir nämlich die nächsten 160.000. Kein Unfall, sehr gut. 143.000. Fast über 5 Sterne, dann sollst du mal 200. Ich mach sofort weiter, ich erkläre es auch gleich, was los ist. Eine Fahrkarte bitte. So. Da warst du gerade eine Fahrkarte gekauft, bist du auch herausgestiegen? Jetzt oft? Ja, eines meiner Herzensprojekte ist leider verschoben worden. Wie gesagt, ich bin eigentlich, wer mich kennt, ich bin ein großer Harry Potter Fan. Damals mit aufgewachsen, mit der Kerl als Kind. Und deswegen finde ich es äußerst schade, dass das Spiel verlegt wurde. Es wurde tatsächlich für die Last-Gen-Generation, also quasi für mich, ich spiele ja noch die PS4, verlegt auf den auf April. 2023. Das heißt, während erst schon wieder zocken können im Februar, dann wäre es schon am 6. Februar, quasi gut anderthalb Monaten, die können auch können sich darauf freuen. Ich muss leider noch 4 Monate jetzt warten auf das Spiel. Und ich hätte mich so mega darauf gefreut, ich wollte unbedingt ein Let's Play machen und ich werde auch ein Let's Play machen, wenn das Spiel rauskommt. Ich hoffe, dass es dann noch passt und nicht immer wieder nach hinten verschoben wird, weil immer muss ich sagen, leider nicht. Ja, ich weiß nicht warum, ich finde es schade. Ich könnte kotzen, es ist nur leider so, trotzdem. So,
das mal kurz dazu. Wie gesagt, ich hatte mich so mega drauf gefreut, dass ich das irgendwann endlich zocken kann. Und kaufe extra die Deluxe-Edition, damit ich 3 Tage früher zocken kann, damit ich quasi zum Release die Folge hochballern kann. Und dann sagt das Spiel, sagt der Entwickler, ne, ihr könnt mich mal. So, die Kornstraße. Wie weit sind wir da mittlerweile? 535.000. Wir können schon fast wieder einen zweiten Bus kaufen, ne? Also, was rechnet 330.000 kostet ein CG-Bus. Wir müssen insgesamt 15 Stück davon besitzen. Dementsprechend müssen wir fahren, fahren, fahren. So. So, Heuschauer. Dann sind wir schon fast durch mit der Strecke, oder? Hier schon wieder verdammt heiß, ey. Aber gut, frisch aufgebrüht gerade. So. Komm doch aus dem Knick, Mann. Na, ich bleib hier stehen. Er macht aber eigentlich tatsächlich richtig. Er blockiert nicht die Kreuzung. Er zieht nicht in die Kreuzung rein und blockiert den Gegenverkehr. Nein, er wartet. Und lässt quasi auch den Übergang frei. Ein Fahrgast muss aussteigen. Schon wieder ein Fahrgast muss aussteigen. Wollte mich eigentlich gerade flachsen. Wie gesagt, wir haben auch noch einige Busse. Ich glaube, ich bin ziemlich froh, dass diese Mission weg ist. Und dann kommt deine komplette Flotte auf Strom. Was? Hab mich verarscht jetzt? Das ist doch schon wieder, dann habe ich schon wieder Busse kommen oder was? Ernsthaft? Nein, nein, nein. Ah, doch, noch ist es nicht fertig. Also eigentlich sollte das ganze Ding hier so ein bisschen umweltfreundlicher gehen. Auf Strom. Das hat mir mal einer aus der Community verraten. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal 10 die Busse kaufen. Mal gucken, was dann passiert. Ich bin gespannt. Ich weiß nichts, was da jetzt auch an nächsten Mission folgt. So weit bin ich gar nicht. Ich lasse mich eigentlich sehr ungern spoilern. Das würde sich bei denen spielen. Ein Rollifahrer noch dabei. Sehr gut. Ein Haltestelle kann ausgebaut werden. Dann bauen wir sie mal aus. So, der nächste Fahrgast möchte ein Studententicket haben. Ich möchte sogar noch ein Seniorenticket haben. Naja, machen wir das doch glatt. Ah. So, gut. Alle Fahrgäste haben. Ihr Ticket, wie schlagen wir denn überhaupt noch plus? 40 Sekunden lohnt sich also fast nicht, nochmal eine Kontrolle zu machen. Ach komm, wir machen es einfach. Scheiß drauf. Wahnsinn! Tada! Oh. Sieht relativ voll, da ist noch die größte Wahrscheinlichkeit, um jetzt zu erwischen. Da ist einer. Sie haben mich erwischt. Ja. Na klar. Hier, was? Bitte. Ach so. Hier. Du. Ja, doch, ja, es lohnt sich doch noch mal eine Kontrolle zu machen. Zwischendurch, wenn der Bus so voll ist und da kommt der nächste durch hinterher. Wollen wir jetzt eigentlich verarschen? Hast du wahrscheinlich gerade gekauft, ne? Ja. Und da ist noch einer. Alter, was ist los heute? Mein Enkel hat eine neue Wohnung. Oh, Augen.
Nee, du. Bitte. Okay. Also faktisch hat sich schon wieder voll gelohnt, neue Strafen. Fahrgast nicht mitgenommen? Ich war gar nicht mitgenommen. Ach, der scheiß Rollifahrer! Ich dachte, der wäre schon längst eingestiegen. Wo ist der Typ hier? Ich hab den scheiß Rollifahrer nicht mitgenommen. Ich dachte, ich hätte mitgenommen. Über die Rolle brauchen wir ja eine ganze Weile draußen. Ah ja, weiß ich jetzt. Schade. Sorry. Und die haben wir schon noch eine ganze Weile draußen. Ich hätte die doch eigentlich rausgemacht. Dann war das kein Problem. Hätte der eigentlich doch einstellen können. Aber gut, schauen wir dann nicht. So, nächstes Mal schnell ist die Zuckerfabrik. Oh Gott, so fällt er richtig an die Einstellung ranfahren. Der Schlenker war jetzt unnötig frei. Aber das könnte wieder ein neuer Zahltag werden, ne? Nein? War der wegen dem Dings? Oder habe ich den, weil ich jetzt abgebrochen habe? Nur hin, bitte. Ja. Danke. So, Seniorenticket. Next Stop, das Nutrivor Forschungslabor. So, ein paar Haltestellen sind noch. 26 gibt es insgesamt. So, dann fahren wir durch. Ja, dann drück bitte rechtzeitig und sag nicht, ich muss raus. Lass mich vor der 5 Minuten, vor der 50 Meter vor der einen Stelle bitte schnell noch raus. Der Rollstuhlfahrer, ist das richtig? Ja, ne? Ja, da unten, oder? Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Hey. Ja, da steht schon wieder ein Rollstuhlfahrer. Nur hin, es ist viel zu heiß draußen. Danke. Das war zu viel. 20 Cent nur. Ist jetzt was der Rollstuhlfahrer drin? Oder muss ich jetzt noch mal irgendwie. Ja, voll heute, ne? Ich noch eine erwische. Hier ist sie nochmal. Ist mir gerade egal. Aber da ist der nächste. Also es gibt gerade richtig viele Zahlen, richtig viele Leute, die ohne gültige Fahrschein fahren. Gestern ist mein Wochenticket abgelaufen. Hoffentlich kontrolliert niemand. Ja, ich habe gerade kontrolliert. Na, ist okay, ist kein Problem. Ich hätte den Bus fast verpasst und habe dann vergessen, eine Fahrkarte zu kaufen. Ja, das ist nicht mein Problem, das sind mit einmal 29. Hier. Ja, ich fahre. Rollstuhlfahrer bisher alle über ihre Karten. Gut, die meisten haben so einen schwerbehinderten Ausweis. Daher brauchen sie keine. Genau wie Studenten. Insofern sie gerade studieren. Winter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Boah, ich bin gerade so durchgegangen und habe die Leute kontrolliert. Ich will mich jetzt eigentlich schon wieder flachsen. Ist der nächste eingepennt. Aber wie schnell pinnt er eigentlich immer alle ein? Ja, jetzt überhaupt. Ist das sogar war ein Schlafer, Schläfer, Schläfer, Schläfer. Wo sind die eingeschlafen? Ich sehe gerade nicht. Ich sehe gerade tatsächlich. Hey, ich suche eigentlich gerade tatsächlich einen eingeschlafenen Fahrgast. Ich suche mal, finde aber nicht gerade. Ach, hier!
Der hat sich aber gut versteckt. Und das, obwohl es auffällig war. Na gut. Aber sie hat auch entdeckt. So, die nächste Haltestelle ist dann Steineck Ost. Dann geht es noch zur West und dann geht es zur Kirche und dann haben wir es geschafft für heute. Und in der nächsten Folge haben wir nochmal eine große Mission. Die werde ich dann wieder wahrscheinlich in drei Teile splitten. Hoffentlich. Aber wenn wir so eine Stunde 18 sind, wäre es 39 Minuten pro Folge. Müssen wir gucken, wie wir es machen. Dann könnte das funktionieren. Eine Zeit her. Aber schauen wir mal. Vielleicht machen wir so ein zweiter, machen wir so drei Teile wahrscheinlich. Aber jetzt fahren wir erstmal das ganze Ding hier zu Ende. Na? Katja. Na? Okay. Katze möchte kuscheln. Ja. Größer. Plötzlich zu schnell fahren, dass wir da jetzt noch geblitzt werden oder so. Das wäre nämlich blöde. So, schön an die Fallschule ran. Und jetzt den nächsten Startdack holen. Noch. Korrekt. Wenn ich es richtig bekomme. Wir haben 8 Leute ohne Fahrkarte erwischt. Allein auf der Route. So. Gut. Dann verkaufen wir mal ein Studententicket. Aber warum kauft ihr eigentlich Fahrkarten und checkt dann aus? Oder ist wahrscheinlich wieder jemand anders? So, 2 Haltestellen noch. Bisher ist ja eigentlich nichts Außergewöhnliches passiert, außer die Olle, die mir in der Tür stand. Ein Fahrgast muss aussteigen. Natürlich muss ein Fahrgast aussteigen. 5 Meter vor der scheiß Haltestelle. Wir sind gerade los. Ich muss aussteigen. Ich steige aus. Fahren wir mal ein bisschen mit Sonnenblende. Hat das Huhn da gerade die Straße überquert? Was für ein scheiß Huhn? War schon gut, ne? So. Seht ihr jetzt vor der Zeit? Die kann man schon wieder ausgebaut werden, oder? Ich habe noch keine Meldung gekriegt. Also scheinbar nicht. So, normale, einfache und geblieben. So. Gut. Wir haben jetzt noch eine Haltestelle. Ich fahre scheiße wieder hoch. Brauchen wir es gerade nicht. Komm, geh rüber. Das ist jetzt die Endhaltestelle und dann hätten wir es tatsächlich geschafft, liebe Leute. Jetzt meine Fahrkarte ist abgelaufen. Ja, wenn du jetzt keine mehr hast. Eine neue zu kaufen. Ja, das ist ja ein bisschen blöd. Ich glaube, ich gehe doch mal durch. Dann hole ich mir noch ein paar Leute und dann bin ich durch. So, kurz vor der Haltestelle stelle ich mir jetzt nochmal die Seite und achte dann mal da kurz Fahrgast drin. Ja, wie ist halt? Da vorne ist nämlich die Haltestelle. Ja, denkst du, aber ich mach nochmal die Scheißkontrolle, ja. Der Busfahrer ist assi, der wird nochmal alle kontrollieren. Na klar, hier. Nicht, dass sich da einer ohne Fahrkarte raustraut. Nee. Hab ich Ihnen schon gezeigt? Hab sie doch schon gezeigt. Ja, ist mir egal. Ich will nochmal kontrollieren. Ich kann mir nicht merken, wenn ich schon kontrolliert habe. Hab ich denn...
Dich, nur dich kann ich mir merken hier. Hier ist sie. Nochmal. Hier. Mein letzter Flug war furchtbar. Ja, sag ich da, du wärst uns rausgegangen. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Wollen Sie da mal Abenteuer? Den Rollstuhlfahrer brauche ich nicht kontrollieren, der hat schon. So. Warum fragen Sie mich nochmal? Ich will einfach nur ausschließen, dass hier keiner ohne Fahrkarte rausgeht. So, dann haben wir sie alle erwischt. Zumindest einen habe ich nochmal mitgekriegt. Und den einen hatte ich verloren. Dementsprechend haben wir 9 Fahrgäste allein auf dieser Route hier mindestens mitbekommen. Ich nehme nicht an, dass Sie jedes Mal die Fahrkarten kontrollieren. Das war jetzt vielleicht gar nicht so doof. Ja, ist die perfekte Halteposition. Genau. Wir stehen einfach voll mitten auf der. Ich kann die gar nicht. Upsala. Warte, ich mach mal kurz nochmal zu. Ich muss nochmal kurz anfahren, bitte. Ich stehe ein bisschen scheiße, würde ich sagen. Oh, ich stehe gut. Warte. Was mach ich denn? Warum stehe ich denn mal auf? Ich will eigentlich hier. Ich drücke eigentlich mal links. Wie flachst du jetzt wirklich die Scheiße? Wieso kann ich die. Ah, fahr doch mit deiner Scheißkarre da weg! Mein Gott, ey! Warte mal. Kann ich hier jetzt rausfahren? Jetzt kann ich rausfahren. So, gut, wir fahren sie mit 95%. Steineck, hier. Wieso geht die Tür nicht zu? Unser Forschungsprojekt mit Professor Pollis macht gute Fortschritte. Eigentlich sollte die Tür aufgehen. Du machst anders. Muss was per Hand machen. Tür auf, damit die alle raus können. So, wir sind fast bei 100%. Wir sind noch nicht so perfekt gefahren, aber wir haben sie schon hingekriegt. So, jetzt muss der Rollstuhlfahrer nur noch mal raus. Ist sie schon raus? Ne, ist noch nicht raus, ne? Doch, oder? Ist sie schon raus? Ja, perfekt. Der Bus ist fertig. Ich bin fertig. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder beim Bus Simulator 21, liebe Leute. Und dann fahren wir. Was haben wir denn als nächstes? Warte, was ist das große Ding hier? Wo ist da noch eine große Route? Warte mal, die hat noch nichts alles. Die hat alles. Warte mal, ich kann ja gucken. Erfüllte Nachfrage, Nachfrage bei los, brauche ich jetzt nicht Dauer. Die Route 8, die hat 77 Minuten. Da fahren wir schon wieder. Das ist das ganz große Ding, ja. Ich habe aber eigentlich schon auf 5. Ich bin gerade auf. Ich könnte schon 2 neue Busse kaufen. Warte mal, ich guck mal gerade, ob die. Einer brauche ich nicht. Hauptverkehrszeit brauche ich auch nicht. Zufriedenheit. Es sind eigentlich nur noch diese 3 Routen. 2 Routen. Die werden wir uns als nächstes angehen, würde ich sagen, tatsächlich sogar. Und dann hätten wir so auf 100%. Hätten wir alle mal auf 5 oder 4,5, was auch immer. Und dann gucken wir mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, fast beim Bus Simulator 21, und dann geht es weiter mit den Routen 14 und 11.